Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Diese Rede zum Stand der Endlagersuche für Atommüll möchte ich Adi Lampke widmen. Adi war Gründungsmitglied der bäuerlichen Notgemeinschaft in Gurleben. Und ohne seinen klaren und sehr konsequenten Protest wäre Gurleben sicherlich schon gebaut worden, trotz aller bekannten wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es geologisch ungeeignet ist. Danke, Adi, danke dem Widerstand in Gurleben. 40 Jahre Widerstand gegen das Endlager in Gurleben zeigen aber eben auch, dass Widerstand erfolgreich sein kann, auch wenn alle Planfeststellungsbeschlüsse durch Gerichte bestätigt werden und Bestandskraft haben. Widerstand, meine Damen und Herren, lohnt sich, und deshalb gehen von hier aus auch die herzlichen Grüße heute an den Danny. Jetzt ist Gurleben vom Tisch, und jetzt liegt ein erster Aufschlag für mögliche Standorte vor. Die üblich Verdächtigen, Matthias Wagner hat es gerade schon gesagt, die üblich Verdächtigen rufen schon wieder "Not in my backyard", und das war zu erwarten. Sie waren gerne dabei, als es um Steuereinnahmen und Megawattstunden ging, aber jetzt, wo es um die Hinterlassenschaften geht, wird schnell klar, es handelt sich um üble Zechpreller. Aber auch der heutige Stand ist alles andere als ein Grund zum Jubeln. Wieder besteht die Gefahr, dass hinter verschlossenen Türen gedealt wird, wieder liegen nicht alle Daten offen, und wieder ist die Beteiligung der Öffentlichkeit nur mangelhaft. Um diesen Konflikt, der jetzt schon über 50 Jahre lang durch dieses Land geistert, um diesen Konflikt gesellschaftlich zu befriedigen, braucht es mehr als eine politische Entscheidung. Es braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens in der Bevölkerung. Und dafür braucht es vor allen Dingen zuallererst Zeit. Denn Druck führt zum Gegendruck, und damit wird Zeitdruck das entscheidende Moment für den Widerstand. Es braucht umfassende Transparenz, das heißt, alle entscheidungsrelevanten Informationen müssen öffentlich zugänglich gemacht werden. Es muss jederzeit die Möglichkeit der Kontrolle und der Überprüfbarkeit geben. Es braucht Mitwirkung mit klaren Rechten. Beteiligungsverfahren sind nur dann wirklich sinnvoll, wenn die Beteiligung auf Augenhöhe sachorientiert verhandelt werden kann. Wer dagegen ohnmächtig ist, muss sich über den Protest auf der Straße oder der Schiene seinen Einfluss sichern. Als Fünftes braucht es Mitwirkung an der Entwicklung des Suchverfahrens. Daran darf niemand ausgeschlossen werden. Und alle, die mitwirken müssen, die mitwirken wollen, müssen dazu auch das Recht haben. Und als Letztes und Sechstes braucht es Mitwirkung bei allen grundsätzlichen Weichenstellungen, Beteiligung von Anfang an. Und diese Forderung wird durch die gebetsmühlenartige Wiederholung von Mitgliedern des Nationalen Begleitgremiums nicht besser. Es bleibt die zentrale Forderung, die Beteiligung muss von Anfang an erfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, meine Damen und Herren, wenn nicht alle mit einbezogen werden, wird diese Suche nicht erfolgreich sein. Ich hoffe, dass unter diesen Bedingungen die Suche tatsächlich erfolgreich werden kann, dass sich niemand pauschal da seiner Verantwortung entzieht und dass tatsächlich es auch noch ein Überdenken gibt, ob das jetzt gewählte Top-Down-Verfahren wirklich zum Gelingen beitragen kann. Aber ich möchte auch noch auf etwas anderes hinweisen, und ich weiß, dass das die GRÜNEN jetzt hier nicht gerne hören werden. Das, was vielleicht einmal in 30 oder 50 Jahren irgendwo in der Republik eingelagert werden soll, rollt jetzt wieder auf Hessen zu, die Castoren aus Sellafield. Um es klar zu sagen, es ist unser Müll, und wir tragen die Verantwortung für die Rücknahme. Aber wir tragen eben auch die Verantwortung für die Sicherheit in der Rücknahme. Wir, das ist in diesem Fall die Hessische Landesregierung, und hier gibt es erhebliche und hier gibt es berechtigte Zweifel. Die jetzt gelieferten oder die jetzt zu liefernden Castor HAW 28M Behälter dürfen nämlich nur, und das ist eigentlich selbstverständlich, mit einem absolut dichten Primärdeckel transportiert werden. Im Falle einer nicht auszuschließenden Havarie besteht jedoch im Zwischenlager Biblis noch nicht einmal die theoretische Möglichkeit einer Reparatur. Für das Konzept einer Reparatur mit einem sogenannten Fügedeckel fehlt jeder technische Nachweis. Vor allem gibt es keine sogenannte heiße Zelle, in der ein Wechsel dieser Deckel möglich wäre.
Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Felsen. Ja, mein letzter Satz, Herr Präsident. Voraussetzung für die Zwischenlagerung ist aber der Nachweis, dass nur das nicht eingelagert werden kann, sondern eben auch wieder abtransportiert werden können muss. Hier hat die Frau Ministerin Hinz es schlicht und ergreifend unterlassen, im Rahmen der Beteiligung im Genehmigungsverfahren die erforderlichen Vorkehrungen für den Einbau einer heißen Zelle im Zwischenlager zu fordern und durchzusetzen. Bitte wirklich, deshalb, letzter Satz. Ja, deshalb fordern wir den sofortigen Stopp der Einlagerung, bis diese Voraussetzungen erfüllt sind. Und wir begrüßen den breiten gesellschaftlichen Protest gegen die Castortransporte nach Biblis. Vielen Dank.